Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen im Kabeljournal, Ihrem Regionalfernsehen. Das war ein Wochenende der Superlative. Zum einen sind wir Weltmeister geworden und zum anderen besuchten rund 210.000 Motorsportfans am vergangenen Wochenende den Motorrad-Grand Prix auf dem Sachsenring. Aber es ging hier nicht nur um Motorsport, sondern es wurde auch ordentlich gefeiert, wie zum Beispiel auf dem Altmarkt in Hohenstein-Ernsthal. Und an dieser Stelle grüße ich ganz nett die freundliche Verkäuferin des weltbesten Langoschs. Liebe Grüße nach Hohenstein. Gute Unterhaltung wünscht Ihnen Ihr Ford Autohaus Golsch in Oberlungwitz am Bach 37. Engagiert für Sie da. Rund 210.000 Besucher zählte am 2. Juli-Wochenende der Motorrad Grand Prix am Sachsenring. Die meisten gönnten sich nicht nur Motorradrennsport, sondern stürzten sich auch in das Partyvergnügen. Eine gute Adresse ist schon seit vielen Jahren der Altmarkt in Hohenstein-Ernsthal. Den entdeckten vor vielen Jahren nicht nur die Hiesigen für sich. Aus aller Welt strömen abends die Gäste hierher. Selbst die großstädtischen Berliner schätzen das Kleinstadt-Flair. Ich grüße meine Oma ganz lieb, es geht mir gut. Und wir haben. Es ist sehr lustig hier. Lustig ist unser zweiter Vorname. Genau. Nach interessant und attraktiv. Genau. Gut ankommt, dass man es sich auf dem Altmarkt gemütlich machen und mit alten oder neuen Bekannten über dies und das plaudern kann. Unser Thema heute, 130.000 Menschen neigen täglich dazu zu essen. Wir fragen, warum und wie viele diese Menschen essen. Wie weit sind bei euch die Kohlrabis eigentlich? Wer keine Lust hat, sich zu unterhalten, lässt sich unterhalten. Das Showprogramm auf der Altmarktbühne lud auch in diesem Jahr Freitag und Samstag ab 19 Uhr zum Feiern ein. Klassiker der Rock- und Popgeschichte präsentierten Mr. Longdrink und seine Barhocker am Samstagabend. Die Partybesucher ließen es sich nicht nehmen, mitzusingen. Prima, 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 prima. So weit ist es glücklich. Ob es du sagst, jetzt ist es Zeit, wir müssen auf euer Land. Einen Tag vor dem großen Fußballfinale wurde es auch in Hohenstein-Ernsthal brasilianisch mit Sam Brasil. Getanzt und gefeiert wurde auf dem Altmarkt bis weit nach Mitternacht. PKP steht nicht nur für professionelle, kompetente Pflege. Die PKP ermöglicht seniorengerechtes Wohnen. Eine Alternative für alle, die im Alter ihre Selbstständigkeit nicht aufgeben wollen. Ja, was soll ich sagen? Ich mache alles selber. Putzen, waschen, essen, kochen. Alles, was zum Haushalt gehört. Mit 92 ist man noch nicht alt. Und ich leide keine Widerrede. Ich fühle mich sehr wohl hier und ich möchte auch nicht wieder weg. Solange wie ich noch am Leben bin, möchte ich hier verbringen.
In Niederfrohna befindet sich in einem neu errichteten Wohngebiet die PKP Seniorenwohnanlage am Rittergut. Die drei modernen Häuser verfügen über 29 seniorengerechte Wohnungen in einer Größe zwischen 42 bis 74 Quadratmetern. Wenn man ein eigenes Haus gehabt hat und muss dann in eine kleine Wohnung ziehen, das ist eine Umstellung. Aber hier habe ich Luft und Platz und Raum. Mit meiner Wohnung, ich habe eine Altbauwohnung gehabt, wo ich die Toilette im Haus hatte und das Bad auch in der Bodenkammer. Und da habe ich mich jetzt ja ganz sehr verbessert. Ich habe auch meinen kleinen Garten draußen, was mich sehr beruhigt. Ich habe eine Beschäftigung dadurch und ich freue mich. Es ist schon schön, ruhig vor allen Dingen. Na? Ist schon eine schöne Sache hier. Im Zentrum der Gemeinde Bernsdorf stehen im PKP-Seniorenhaus am Bernsbach 5 seniorengerechte Wohnungen in Größe von 45 bis 55 Quadratmetern zur Verfügung. Der PKP-Seniorenhof Bernsdorf ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger und idyllischer Lage. Die seniorengerechten Wohnungen sind zwischen 45 bis 78 Quadratmeter groß. Die verschiedenen Grundrisse der Wohnungen in den PKP-Wohnanlagen bieten den Mietern viel Raum für ihre Ideen, für die eigenen Möbel und liebgewonnene Erinnerungsstücke. Somit wird das persönliche Reich zum wirklichen Zuhause. Platz haben hier auch die eigenen Haustiere. Alle Wohnungen sind barrierefrei über einen Aufzug erreichbar. Die Türöffner sind mit Videokamera ausgestattet. Den Mietern steht ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung, den sie zum Beispiel für Familienfeierlichkeiten nutzen können. Interessieren Sie sich für eine seniorengerechte Wohnung in einer der PKP-Wohnanlagen? Rufen Sie an bei der MPKP-Hausverwaltung in Liechtenstein 037 204 6850 oder informieren Sie sich im Internet unter www.pkp-seniorenbetreuung.de. Unsere Immobilie des Monats, Ihr Haus für Ihre Familie. Die passende Finanzierung erhalten Sie bei uns, Ihre Sparkasse Mittelsachsen. Nicht nur in Hohenstein-Ernstthal war an dem vergangenen Wochenende was los, sondern auch im gesamten Sendegebiet. Und was das alles war, das sehen Sie jetzt in unseren Wochensplittern. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Am 16. Juli besuchte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich die Benseler Sachsen GmbH in Frankenberg. Im Rahmen seiner Regionalreise durch den Landkreis Mittelsachsen legte er einen Zwischenstopp bei dem 1961 gegründeten Familienunternehmen ein. Die Firmengruppe mit Sitz in Markgröningen bei Stuttgart ist Spezialist für Beschichtung, Oberflächenveredelung, Entgratung und elektrochemische Formgebung von Serienteilen. Größter Auftraggeber ist die Automobilindustrie. Von den gut 900 Mitarbeitern sind mehr als 400 in Frankenberg beschäftigt. Seit 1994 gibt es den Standort und seitdem ist er ständig gewachsen.
Wir sind seit 20 Jahren, das heißt seit 1994 in Sachsen. Es waren gute Rahmenbedingungen. Es ist natürlich, ja, ich sage in dem Zuge, wie Benzeler hier am Standort gewachsen ist, auch die Automobilindustrie, das sind unsere Hauptkunden, die Zulieferer und die OEMs direkt in Sachsen, das heißt angefangen von Chemnitz, Leipzig, Dresden, sehr stark gewachsen, und von diesem Wachstum hat letztendlich auch Benzeler profitieren können. Das freute natürlich den Ministerpräsidenten, denn Wachstum schafft Arbeitsplätze. Außerdem zeigt der sächsische Landesvater großes Interesse am neuesten Projekt des Unternehmens. Am Standort in Frankenberg wird seit kurzem der Unterbodenrahmen des Elektrofahrzeuges BMW i3 Oberflächen veredelt. Dafür mussten zahlreiche technologische und logistische Aufgaben gemeistert werden. Für Tillich ist die Firma ein gutes Beispiel für den Innovations- und Technologiestandort Sachsen. Das neue Jugendhaus in Oederan wird noch schöner oder zumindest bunter. In einem Gemeinschaftsprojekt gestalten Künstler aus Kuba und aus Deutschland die Außenfassade des Anbaus. Dabei werden sie auch von Schülern wie der 11-jährigen Caroline unterstützt. Sie malt selbst mit, musste aber auch schon Modell stehen. Außerdem Farbspektrum des Untergrundes gibt es für die Gestaltung der Wände nur wenige Vorgaben. Bei einem Gemeinschaftsprojekt, wo viele Künstler zusammenarbeiten, die sich jetzt in ihrer Arbeit auch noch nicht so gut kennen, ist es natürlich auch ein Risiko, ein strikt formuliertes Thema halt auszugeben. Und deswegen ist das Thema sehr offen und allgemein gehalten. Also es heißt einfach die Jugend. Es handelt sich ja schließlich um ein Jugendhaus. Und dann hat jeder frei dazu seine Assoziationen zu Papier gebracht. Und wir haben dann geschaut, wie diese Entwürfe hier zusammenpassen und wie sie zu verteilen wären auf dem Gebäude. Also es ist alles sehr, sehr offen und frei. Und diese Arbeitsweise hat eben schon mehrfach gut funktioniert. Und deswegen machen wir das auch jetzt wieder so. Denn die kubanischen und deutschen Künstler kennen sie schon seit 2008. Im Jahr 2012 haben sie ihr letztes gemeinsames Projekt auf der Karibikinsel verwirklicht. Vor 2 Jahren die gemeinsame Arbeit an der Wandfläche in Sancti Spiritus in Kuba ist eine sehr positive Erfahrung gewesen für uns, was die Zusammenarbeit angeht. Also dort haben wir gemerkt, dass es ohne weiteres möglich ist, gemeinsam solche Projekte zu realisieren, dass es auch sehr viel Spaß macht, das zusammenzumachen, dass jeder davon partizipiert und in seiner eigenen künstlerischen Tätigkeit daran noch wachsen kann. Und das war jetzt auch der Anlass, das also in ähnlicher Weise hier wieder zu machen. Alemania y los amigos alemanes son geniales, son muy buenos todos. Deutschland und die deutschen Freunde sind genial. Ich denke, dass dieser Austausch für beide Länder von großer Bedeutung ist. Man tauscht gegenseitig Erkenntnisse und Ideen aus. Und es gibt ganz viel Neues, was man von der anderen Kultur erfahren kann. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Elevar, no sé, el conocimiento, la cultura y el deseo de hacer arte de ambos países, o sea, de ambas regiones. Die kubanische Künstlergruppe wird noch bis Anfang August in Deutschland sein. Eine Auswahl ihrer Werke wird ab dem 26. Juli in der Turmgalerie Augustusburg ausgestellt. Circa 500 Musikfreunde waren am 11. Juli zu einem Opernabend in die Augustusburger Stadtkirche gekommen. Die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der Leitung von Generalmusikdirektor Naoshi Takahashi spielte Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Karl Maria von Weber und Albert Lortzing. Die Operngala wurde vom Lions Club Flöha Augustusburg organisiert und sollte eigentlich auf der Waldbühne stattfinden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde die Veranstaltung aber ins Gotteshaus verlegt, was der Akustik durchaus zugute kam. Michael Eder ist Bass an der Semperoper in Dresden. Weitere Solisten des Abends waren die Sopranistin Daniela Gerstenmeier und Bariton Manos Kia. Mit
Charme und Sachverstand führte MDR-Moderatorin Heike Lechner durch den Abend. Es war bereits die dritte Veranstaltung dieser Art in Augustusburg. Mit dem Überschuss aus den Einnahmen der Operngala will der Lions Club verschiedene Jugendprojekte in der Region unterstützen. Nach der russischen Nacht 2012 und der Verdi-Gala im letzten Jahr hatten die Lions diesmal zu einer Singspiel-Operngala eingeladen. Da durfte das Vogelfängerlied aus Mozarts Zauberflöte natürlich nicht fehlen. Das Publikum bedankte sich bei Solisten und Orchester mit langanhaltendem Applaus. Irmela Mensah-Schramm ist eine bemerkenswerte Frau. Mit Farbe, Lösungsmittel und Schaber entfernt sie braune Propaganda und Hassparolen, wo immer sie welche findet. Ihren Kampf gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit dokumentiert die Seniorin in der Ausstellung Hass vernichtet, die seit vergangener Woche in der Erich-Viehweg-Oberschule in Frankenberg gezeigt wird. Jetzt war die selbsternannte Politputze wieder in die Zschopau-Stadt gekommen, um mit Schülern der 7. Klasse einen Workshop abzuhalten. Die Aufgabenstellung war so simpel wie anspruchsvoll. Nazischmierereien sollten so verändert werden, dass sie nicht mehr als solche erkannt werden. Dabei waren der Kreativität und Herangehensweise kaum Grenzen gesetzt. Ich lege Wert darauf, dass sie in Gruppen arbeiten können, wenn sie wollen. Das heißt, da ist kein Muss. Das einzige Muss in dem Workshop ist, nicht mit Gegenhass zu antworten und eben bei manchen Parolen darauf zu achten, wie sie formuliert werden. Mit den Frankenberger Schülern war die Workshopleiterin sehr zufrieden und auch das Engagement der Klassenlehrerin lobte sie. Sie haben auch wieder völlig neue Ideen eingebracht, haben auch die Idee, überhaupt die Aufgabe als solche sehr schnell aufgepasst und umgesetzt. Ja, es gab also wenig Erklärungsbedarf. Der Erfolg hängt davon ab, von dem Workshop, wie er eingeläutet wurde von der Schule, wie die Schule dazu steht. Und ich war ganz angenehm überrascht, als ich in die Klasse reinkam mit der Lehrerin, die so liebevoll vorbereitet hatte. Ich finde es in erster Linie sehr gut, dass die jungen Menschen dafür sensibilisiert werden, mit offenen Augen durch die Welt zu marschieren und ja, aufgeschlossen sind, aber wie in diesem Falle auch gleichzeitig lernen, dass Toleranz Grenzen hat. Toleranz gegenüber brauner Propaganda kannte Irmela Mensah-Schramm auch in Frankenberg nicht. Vor dem Workshop war sie in der Stadt unterwegs. Ich habe sehr viele alte Aufkleber gefunden und insgesamt 110 Stück entfernt. Das war schon sehr viel. Und auch SS-Runen habe ich zwei gefunden, zwei Hakenkreuze und einmal NS jetzt. Und das habe ich alles weggemacht. Jetzt ist Frankenberg ein bisschen sauberer und wenn die Schüler das Gelernte anwenden, wird die Stadt vielleicht auch ein bisschen bunter. Im ehemaligen Pennymarkt in Oederan fand am 12. und 13. Juli die Kreisjungtierschau der Rassekaninchenzüchter statt. Zu sehen waren 513 Tiere in 33 verschiedenen Rassen und 40 unterschiedlichen Farbschlägen. Einst wurden solch Zahlen allein von den Züchtern aus dem Altkreis Flöha erreicht. Jetzt mussten die Organisatoren vom Oederaner Rassekaninchen-Züchterverein, Aussteller aus Chemnitz, dem Erzgebirgskreis, dem gesamten Landkreis Mittelsachsen und aus Ostsachsen einladen, um so viele Langohren zeigen zu können. Denn wie in vielen Vereinen fehlt auch bei den Kaninchenzüchtern der Nachwuchs. Nachwuchssorgen drücken uns alle. Wir haben irgendwo schon einige Jugendliche bei uns im Verein, bei uns sind es drei noch, sind aber alles Kinder von Mitgliedern oder Enkel von Mitgliedern, sodass der Nachwuchs zu 90% aus den eigenen reinkommt. Um Kinder für die Mümmelmänner zu begeistern, hatten die Veranstalter eine Bastelstraße eingerichtet und es durfte am Glücksrad gedreht werden. Für potenzielle Jungzüchter waren vor allem die Häsinnen mit ihrem Nachwuchs interessant. Die zur Kreisjungtierschau ausgestellten Kaninchen durften nicht älter als 9 Monate sein. Von erfahrenen Zuchtrichtern wurden sie in Augenschein genommen und nach ihren Rassemerkmalen bewertet. Dabei werden bei Jungtieren andere Bewertungskriterien angesetzt als bei älteren Exemplaren. Jungtiere werden nicht gewogen. Also Jungtiere werden erstmal im Schnitt dem Alter entsprechend bewertet, so wie die Entwicklungsstufe ist. Es gibt da keine Gewichtskriterien. Die gehen erst
wenn die 9 Monate vorbei sind, also oberhalb 9 Monate. Die am besten bewerteten Tiere schaffen es dann vielleicht auf die Landeskaninchenschau. Diese findet am 6. und 7. Dezember diesen Jahres auf dem ehemaligen Agrargelände in Markleberg statt. Holländer in rund 600 klapprigen und verrückt gestalteten Autos sorgten am 14. Juli in Neuwürschnitz und Umgebung für Aufsehen. Die Carbage Rally machte Station im Waldbad. Zuvor zog die laut hupende Schrottkarrenkolonne durch den Ort und sorgte für Verwunderung bei den Anwohnern. Im Waldbad haben die vorwiegend jungen Leute dann ihre Zelte aufgeschlagen und bis weit in die Nacht hinein gefeiert. Am Morgen machten sich die Holländer dann auf zum nächsten Etappenziel. Ihre Tour führt dabei von Ermen, den Niederlanden, durch Deutschland, Polen, Tschechien bis in die Ukraine. Von da aus zurück durch die Slowakei und Österreich nach Egin am See in Bayern. Insgesamt 3000 Kilometer werden in 5 Tagen zurückgelegt. Bedingung dabei ist, dass die teilnehmenden Autos einen Wert von weniger als 500 Euro haben und mindestens 16 Jahre alt sind. Auch müssen die Starter eine Reihe von Regeln einhalten. So sollen die Fahrer sicher auf der Straße unterwegs sein und Alkohol trinken im Auto ist untersagt. Gebechert wurde dann dafür umso mehr nach ihrer Ankunft im Waldbad. Neben vielen lustigen Eindrücken blieb dann noch ein großer Berg Müll zurück. Nicht umsonst heißt die Veranstaltung auch Garbage Run, also Müllrallye. Wie reagiert man, wenn man erfährt, dass man Trillinge bekommt? Ja, da sind sie natürlich schon mal kurz sprachlos. Ja, Schlagrate, es war jetzt nicht so aufregend. Es kommt dann erst nach und nach, der Gedanke, dass es doch 3 sind. Im ersten Moment war das ein Schock. Schock pur, weil erst waren es nur 2 und eine Woche später 3. Überraschend. Erschreckend. Zuerst ein Schock, ganz klar. Dann spannend, aber auch dann erfreut. Wir haben das eigentlich auf uns zukommen lassen. Und uns dann gefreut, dass alles gut gegangen ist und dass wir 3 gesunde Babys bekommen haben. Und wie bewältigt man den Alltag mit Drillingen? Mit viel Hilfe, mit guten Nerven, mit einer Portion Gelassenheit und mit viel Humor. Das ist schwierig. Also wir sind oft gefragt worden, wie das denn geht mit Drillingen, und meine Standardantwort, das geht eigentlich gar nicht, aber es muss gehen und dann geht es auch irgendwie, aber es ist nicht einfach. Brauchen wir Hilfe? Ich hatte dann meistens die Omas mit dabei und die haben mir dann geholfen. Das war immer ein Wechsel. Im Laufe der Zeit wurde es immer schöner, das ist eine große Aufgabe, ist es auch heute noch, aber wie gesagt, man genießt jeden Tag mit den Kindern. Also auch wenn das mit viel Stress verbunden ist, ist das immer noch eine tolle Sache. 1995 wurde im Freistaat Sachsen die Ehrenpatenschaft des Ministerpräsidenten für Drillinge eingeführt, verbunden mit der Einmalzahlung von 3.000 Euro für die Familie. Am 12. Juli traf in der Miniwelt in Liechtenstein Sachsens Ministerpräsident Stanislav Tillich seine 375 Patenkinder und deren Familien, darunter auch die Neusachsen aus den Niederlanden. Es war das mittlerweile 8. Drillingstreffen. Im Jahr 2000 ins Leben gerufen, findet es seitdem alle 2 Jahre in wechselnden Freizeiteinrichtungen statt. Fast den ganzen Tag verbrachten die Drillinge mit ihrem Patenonkel in Liechtenstein. Das spektakulärste war die Reise um den Erdball, vorbei an über 100 weltberühmten Bauwerken, allesamt originelle Fotomotive für das Familienalbum. An nur einem Tag die ganze Welt bereisen zu können, schien auch den Ministerpräsidenten schwer zu beeindrucken. In Sachsenring Grand Prix Wochenende gestartet wurde auch in diesem Jahr bereits am Donnerstagabend in der R&R Race Halle. Nico Rappich und Oliver Reichert luden gemeinsam mit dem Racing Team Germany zur Race Party ein, bei der Motorsport nicht zu kurz kam. Dirk Heidolf beantwortete viele Fragen, die der Sport1-Kommentator Edgar Mielke stellte. Auch der Oberlungwitzer Maximilian Kappler, der an dem Wochenende mit einer Wildcard seinen ersten GP-Lauf in der Moto3 bestritt, stand Rede und Antwort. Die Raceparty war eine gute Gelegenheit für das Racing Team Germany, das neue Teambranding zu präsentieren, das sich nun an dem Corporate Design des Hauptsponsors orientiert. Fehlen bei der Raceparty durfte nicht der Moto2-Pilot Dominik Eggerter.
Der 24-jährige Schweizer wird sich an das diesjährige Wochenende am Sachsenring ganz besonders gern erinnern, denn er feierte hier am 13. Juli seinen allerersten GP-Sieg. Sieger anderer Art gab es am Donnerstagabend bei der Race Party. Traditionell präsentierten sich langbeinige Schönheiten auf dem Laufsteg, denn es wurde wieder das schönste Crit Girl gesucht. Für die Crit Girl-Wahl beworben haben sich nicht nur junge Frauen aus ganz Deutschland, sogar eine Costa Ricanerin stellte sich vor. Ausgewählt wurden letztendlich 12, die es dem Publikum nicht leicht machten, zu entscheiden, welches Girl 2014 den berühmten gläsernen Pokal entgegennehmen soll. Zwischendurch gab es, wie gewohnt, eine typisch amerikanische Rundfahrt. Der Geländewagen Hamm, gestreckt für außergewöhnliches Partyvergnügen, kam diesmal vorgefahren. Nach der Autoparty wurde es wieder ernst, denn es gab die Antwort auf die Frage, wer wird Crit Girl 2014? 10 der 12 Crit Girls belegten den dritten Platz. Das zweitschönste Crit Girl wurde Silvia. Und Platz 1, die Michelle! Nach der Sektdusche tanzten sich die Partybesucher trocken und die Veranstalter gönnten sich eine kleine Verschnaufpause. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Frankenberg wurde am vergangenen Wochenende ebenfalls gefeiert und dort startete auch der 6. Kleinstadt-Triathlon. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Servicebüro Dieter Palm in der Max-Petzold-Straße 3 in Frankenberg. Im Rahmen des Stadtfestes in Frankenberg hieß es wieder RRR, was übersetzt wird mit Radeln, Rudern und Rennen. Das sind die drei Disziplinen des Frankenberger Kleinstadt-Triathlons.
Der Spaßwettbewerb wurde in diesem Jahr zum 6. Mal veranstaltet. Unter dem Motto 3 Athleten, eine Mission beteiligten sich daran 14 Teams. Die meisten hatten sich einen lustigen Kampfnamen gegeben. Gestartet wurde im 5-Minuten-Takt auf dem Marktplatz. Von dort aus ging es mit dem Fahrrad auf eine 3 Kilometer lange Strecke in Richtung Flussbad. An der Chopau stand dann ein weiteres Teammitglied bereit. Im Kajak mussten 300 Meter auf dem Fluss zurückgelegt werden. Die ersten 150 Meter gegen die Strömung waren eine kräftezehrende Angelegenheit. Probleme macht aber auch die Gegenrichtung. Die Paddlerin von den 3 Zicken auf Zack war gezwungen, schon vor dem Ziel das Boot zu verlassen. Ja, super! Mal das Boot noch holen. Die wahrscheinlich schweißtreibendste Aufgabe hatte der Dritte im Bunde. Er musste zu Fuß zurück zum Marktplatz und das möglichst schnell. Die Siegerehrung fand auf der großen Stadtfestbühne statt. Dort gab es dann auch einen Preis für die 3 Zicken auf Zack. Zwar nicht für die beste Zeit, sondern für den originellsten Teamnamen. Den ersten Platz beim 6. Frankenberger Kleinstadt-Triathlon belegten die 3 Traumschwiegersöhne, von denen zur Preisverleihung nur noch 2 anwesend waren. Beim Frankenberger Stadtfest ging es aber nicht nur sportlich zu. Zwischen Marktplatz und Luther-Gymnasium gab es für die Besucher jede Menge zu entdecken. Stadtmaskottchen Frankie hatte, sehr zur Freude von Groß und Klein, viele seiner Berufskollegen eingeladen. Und die machten sich in der Chopau-Stadt einen vergnüglichen Nachmittag. Natürlich hatten die Veranstalter auch für ein abwechslungsreiches Festprogramm gesorgt. Für jede Altersgruppe war etwas dabei. Die Jungs von der Broken Beat Crew haben kürzlich einen 3. Platz bei den ostdeutschen Breakdance-Meisterschaften belegt. Dafür wurden die Tänzer von Bürgermeister Thomas Firmenich ausgezeichnet. Sie erhielten als erste die neu geschaffene Ehrennadel der Stadt. Obwohl der Frankenberger Sommer eine kurze Pause einlegte, war das Konzert des Leipziger Sinfonieorchesters mit der Sopranistin Barbara Kramm einer der Höhepunkte des Stadtfestes. Der Klangkörper unter der Leitung von Juri Gilbo begeisterte mit bekannten Opern- und Operettenmelodien. In diesem Jahr endete das Frankenberger Stadtfest nicht mit klassischer Musik. Nach dem Konzert wurde dann noch das Endspiel der Fußball-WM geguckt. Wie das ausging, müsste ja mittlerweile bekannt sein. Liebe Zuschauer, die Familienveranstaltung Burg der Märchen des mittelsächsischen Kultursommers hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem wahren Publikumsmagnet entwickelt. Auch dieses Mal war es ein unvergessliches Fest für die großen und kleinen Burggäste. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. An vergangenem Wochenende verwandelte sich die Burg Kriebstein in eine sagenhafte Märchenlandschaft. Der Märchenkönig, gespielt von Heribert Coesfeldt, dessen Tochter und zahlreiche andere Märchenfiguren kamen zu ihrem alljährlichen Treffen zusammen. Zu entdecken gab es eine Menge für die kleinen, aber auch großen Gäste auf Burg Kriebstein. Dreh- und Angelpunkt des zweitägigen Treibens war die Bühne inmitten des Burghofes der Burg Kriebstein.
denn hier wurden Märchen lebendig. Egal ob Frau Holle oder das Aschenputtel auf der Bühne zu sehen war, die Gäste, besonders die Kleinen, waren begeistert. So, meine Liebe, wenn du diese Erbsen aus den Linsen herausgelesen hast, dann kannst du meinetwegen mitkommen. Das schaffst du schon. Märchenhaft ging es auch bei den Händlern im Burghof zu. Das angebotene Programm, angefangen vom Filzen, dem Malen und Schminken bis hin zum Märchenerzählen, ließen keine Wünsche offen. Sonst verbrennen wir, genau. Der Märchenkönig und seine Prinzessin mussten es in diesem Jahr mit dem bösen Zauberer Häslon und seinem Drachen aufnehmen. Denn dieser verbreitete Angst und Schrecken in der Märchenwelt. Nein, nicht schon wieder! Dass das aufhört, das kann doch keiner ertragen, der ganze Krawall. Ich bin zurück und ich bin jetzt hier. Und das ist jetzt meine Burg und mein Märchenland. Ritter Griebs holte sich unter anderem Verstärkung von dem tapferen Schneiderlein und den sieben Schwaben, um gegen den Unhold anzukommen. 4, 5, 6. Und wussten Sie, dass jeder zweite Jüngling, der heute hier auf der Burg ist, bereits sein Burgfräulein gefunden hat? Das heißt, es wird wahrscheinlich ziemlich schwer werden, für die Prinzessin noch einen geeigneten Gatten zu finden. Ja, für diesen Gatten habe ich schon gefunden. Ich war bei 6. 6, ja. 7, 8, 9. Das ist ja eigenartig. Jetzt sind es auf einmal 9. Naja. Es kann ja nicht schaden, wenn es ein paar mehr sind. Schließlich geht es hier im Kampf gegen einen Drachen. Doch am Ende konnte er dem Drachen die Stirn bieten. Auch in diesem Jahr war die Burg der Märchen des mittelsächsischen Kultursommers ein voller Erfolg. Knapp 3000 Gäste wurden an beiden Tagen in den alten Burgmauern gezählt, die sich schon jetzt auf das nächste Jahr freuen, wenn sich die Tore zum Märchenreich erneut öffnen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Liebe Zuschauer, das war's schon. Wir sind am Ende unserer Sendung. Schalten Sie auch nächste Woche wieder rein ins Kabeljournal. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und allen Schülern wunderschöne Sommerferien. Machen Sie es gut. Tschüss.